Touchdown hier in Miami. Wir haben zwei große Auslieferungen. Einmal 6 Stage, die in den USA gehen. 2 Kunden in Miami, 1 Kunde in Texas. Flo, komm mal gerne ins Bild. Flo, wichtiger Mann hier bei uns im Unternehmen, Director of Operations. Und der nimmt euch jetzt mit auf eine kleine Tour. Eine Palette ist noch nicht gestartet. Die hängt noch irgendwo in Europa. Die kommt hoffentlich morgen nach. Die andere ist schon am Start. Die holen wir morgen aus dem Zoll ab. Dann wird das Zeug aufgebaut. Und dann geht's zu den Events. Ich würde sagen, let's go. So, neuer Tag hier in Miami. Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal 2-3 Bestandskunden reviewen, mit denen 2-3 Sachen machen und dann später oder morgen die ersten Aufbauten von unseren Stages bei den Kunden und bei den Veranstaltungen. Jetzt sind wir ja auch beim ersten Kunden vor Ort. Zack, haben wir jetzt abgeholt. Kleine Story zu dem Kunden hier. Das ist der erste US-Kunde, den wir beliefert haben. Die heißen Raj 26. Sehr berühmt für die Einzelstücke, die wir auch gleich sehen werden. Ich würde vorschlagen, lasst uns einmal reinschauen. Nach wie vor, jetzt fast 1,5 Jahre nach der Auslieferung, sieht es halt immer noch richtig, richtig gut aus, das Ganze hier. Und der Kunde hier wollte explizit auch das gleiche Carbon wie bei seinem Ferrari. Hat er bekommen. Und das fällt im ersten Moment nicht so auf, aber die Struktur, dadurch, dass es dieses feine Ferrari-Carbon ist, kommt halt dann umso mehr rüber, je näher man rankommt. Besonders wenn man sich das ganze Umfeld hier einmal anschaut. Also es ist halt ein sehr, sehr hoher Designanspruch hier. Zum Beispiel, was auch viele nicht wissen, die ganzen Hersteller haben noch kleine so Side-Businesses. Kleines Beispiel dazu, die Lampen, die hier drinnen hängen, sind halt von Pagani. Von Pagani designt und auch produziert und vertrieben mit einer Carbonschale in dieser schönen und typischen Pagani-Optik. Oder auch hier die Vertäfelung hinten, Echtcarbon. Also wir sprechen hier von jemandem, der wirklich sehr hohen Anspruch an das Ganze hat. Und das rühmt uns halt umso mehr, dass er auch unser Pad hier in seiner Sammlung stehen haben wollte. So, ich würde sagen, geht's weiter zu Prestige. Dort haben wir nämlich auch eine Carbon-Version liegen und mal schauen, vielleicht kommt da auch eins der neuen Pläne. Let's see. Nach schönem Miami Rush Hour Traffic sind wir jetzt hier bei Prestige. Zwei spezielle Offroad-Fahrzeuge, die haben ihr Debüt oder ihr großes Happening in dem Musikvideo eines berühmten Künstlers gehabt. Sehen ein bisschen special aus und auch hier und da, besonders jetzt im Showroom, wird man das ein oder andere sehen, was nicht ganz normal ist, sagen wir es mal so. Dann lasst uns reinschauen. Hier haben wir es. Unser anderes Pad. Also man sieht ja hier und da immer mal wieder welche, aber das hier ist auch relativ lange hier schon präsent, hat sehr guten Content bis jetzt geliefert und ist auch für den Händler hier jedes Mal wieder ein kleines Highlight. Ja, willkommen bei Prestige, einer unserer Partner in den USA. Ich würde sagen, lass uns erstmal ein bisschen rumschauen. So,
So, das war's auch schon mit unserem ersten Tag. Haben ein paar stehende Kunden und Partner besucht, euch mal ein paar Cases B2B, B2C gezeigt, was man so alles mit unseren Produkten anstellen kann. Der Plan ist, um beim Event von unseren Kollegen von Schaltkulisse eines unserer Stages, also unser neues Produkt, aufzubauen, zu präsentieren und der Eröffnung des neuen Showrooms hier in Miami mit zu hosten mit diesem Pad. Bis morgen. Wieder ein neuer Tag hier in Miami. Wir sind bei unseren Freunden von der Schaltkulisse, die gerade direkt hinter mir ihren neuen Showroom eröffnen. Da ist heute große Opening Party. Ich würde sagen, lass uns mit dem Aufbau beginnen. Here we go! There's also a new generation is coming really soon, where all the LED stuff is already inside. Where we got contacts while pushing them together, and then it's already connected. Ich würde sagen, was für eine gelungene Präsentation, die ihr eben drinnen gesehen habt. Der F40LM sieht wirklich hammermäßig aus mit unserem Carpet. Für uns geht jetzt der Abend noch ein bisschen weiter. Jetzt ist ja noch eine kleine Aftershow-Party. Stay tuned, wir sehen uns morgen. So, heute quasi letzter Tag hier in Miami, wie man sieht. Wir sind bei unserem Kunden Petfred angekommen in seinem Pet Cave. Wir installieren heute unsere Carpets und ja, let's see. Lasst uns starten. Das erste Carpet ist jetzt fertig aufgebaut. Die anderen beiden bauen wir heute nicht auf, weil hier ein bisschen gerade umgebaut wird im Pet Cave. Das Ganze wird hier jetzt nochmal, also es ist schon richtig atemberaubend, was hier los ist, aber jetzt kommt hier nochmal eine richtig große LED-Wall rein und, weswegen wir die anderen beiden jetzt noch nicht aufbauen können. Aber das Pet sieht wirklich richtig gut aus. Ich würde sagen, stay tuned und weiter geht's. Sehr erfolgreicher Trip. Kunden sind happy. Das ist das, worum es geht. Sagen, let's call it a day. Jetzt geht's den Truck wegbringen und dann ab zum Flughafen und wieder nach Deutschland. Good old Germany. Dann, wir sehen uns. Ja.